Ja, hallo, es ist Frühling und ich bin wieder unterwegs, den Teichmolch zu filmen. Allerdings nicht nur den Teichmolch, natürlich interessieren mich auch die kleinen Krebstierchen, das Süßwasserplankton sozusagen. Also hier im Bild eine Unmasse von Daphnien, wie in jedem Jahr, die manchmal noch viel dichter auftreten können. Die rote Kugelmilbe, die kann man halt fast überall, also in jedem See sehen. Das ist überhaupt keine Seltenheit. Ja, die Kugelmilbe wird maximal 3 mm. Hier kann man auch sehr schön die fächerartigen Ruderfüße sehen. Die ernähren sich auch von Insekten, Eiern und anderen Milben. Und die findet man halt in jedem Gewässer, wenn man ein bisschen beobachtet aufgrund ihrer Größe. Es ist natürlich nicht immer so einfach. Hier ist der Taumelkäfer. Den kann man auch in jedem Graben beobachten. Und die Larve der Köcherfliege, die findet man auch in jedem Gewässer, die sich einen Kokon spinnt aus Muschelschalen, aus Steinen, aus verrottenden Hölzern. Ja, und zu meiner großen Freude habe ich hier noch einen dreistacheligen Stichling entdeckt. Die Fische haben sich auch sehr rar gemacht. Als Kinder haben wir die an jedem See entdeckt, überall. Aber aufgrund der Gewässerverschmutzung wahrscheinlich sind die Populationen sehr zurückgegangen. In der Paarungszeit ist beim Stichlingsmännchen der Bauch und die Brust hellrot gefärbt. Ja, das ist die Wiese und das ist der Hauptgraben. Und natürlich sind hier auch eine Unmenge von Daphnien zu beobachten. Aber ich sag mal, im Frühjahr findet man die überall. Und das kann aber auch schon 4 Wochen später sein, dass sie sehr wenig noch zu finden sind. Aber wer schon mal aus einem ausgetrockneten Graben sich einfach oder Teich einfach eine Hand schwarze Erde mitnimmt nach Hause und die ins Wasser wirft, der wird sich wundern, was da alles entsteht. Ja, und natürlich auch die Wasserassel darf nicht fehlen. Die findet man in jedem Gewässer und in jedem Teich. Aber wie das Leben so spielt, fressen und gefressen werden, das kann man in der Natur überall beobachten. Und hier hat eine Wasserkäferlarve gerade eine Wasserassel erbeutet. Und die saugt sie jetzt aus. Ja, leider kann ich nicht genau bestimmen, um was für einen Käfer es sich handelt. Vom Aussehen her würde ich eher sagen, ist eine Kolbenwasserkäferlarve. Von der Form her, die wird natürlich noch viel größer. Kann schon bis zu 9 cm werden. Aber da möchte ich mich nicht festlegen. Ja, der Kolbenwasserkäfer ist unser größter einheimischer Schwimmkäfer. Allerdings auch viel seltener als der Gelbrandkäfer. Und die Larven ernähren sich sehr räuberisch und der Käfer an und für sich ernährt sich von pflanzlicher Nahrung. Ja, und einen Tag später ist mir doch tatsächlich nochmal der Stichling begegnet. Also die Männchen der dreistacheligen Stichlinge, die bauen in Bodennähe richtige Nester, in denen sie Pflanzenreste und Blätter verweben und locken dann mit einem Schwänzeltanz die Weibchen an. Er paart sich mit mehreren Weibchen, so dass er etwa so an die 500 Eier im Nest sich befinden und die bewacht werden dann vom Männchen auch bewacht und gepflegt. Und natürlich
Die Gelbrandkäferlarve, die findet man in jedem Gewässer, in jedem Teich, in jedem Graben. Da ist auch der Käfer, einer unserer großen Schwimmkäfer, der so an die 35 mm lang werden kann. Der Käfer ernährt sich sehr räuberisch und besonders die Larven. Dank seiner starken Mundwerkzeuge kann er auch schon mal kleine Fische oder Molche oder Kaulquappen erbeuten. Und letztendlich habe ich aber doch noch ein Teichmolchweibchen und ein Teichmolchmännchen filmen können. Der Teichmolch lebt allerdings nur in der Paarungszeit, also im Frühjahr im Wasser. In der Paarungszeit hat das Männchen einen sehr ausgeprägten schönen Kamm, den er aber nach der Paarung wieder verliert. Und hier kann man auch beobachten, wie er sich noch in einen oder anderen Daphnien oder Zyklops schnappt. Also an Nahrung fehlt es hier nicht. Ja, und auch die Waldeidechse kann man hier beobachten. Diese hier hat einen sehr kurzen Stummelschwanz. Das heißt, sie ist schon mal einem Fressfeind entwichen, indem sie den Schwanz abwirft. Das kann sie einmal im Leben machen. Der wächst dann verkürzt nach. Ja, und zum Schluss nochmal ein Teichmolchweibchen. Die sind relativ unscheinbar. Die verändern auch nach der Paarungszeit ihr Aussehen nicht, während das Männchen eben den Kamm verliert und dann an Land zurückkehrt.